Hola y buen días aus Bolivien. Ich wurde gefragt, kennst du nicht mal ein Apartment, wo man ein paar Tage wohnen kann oder ein paar Wochen oder eine Eigentumswohnung, die auch bezahlbar ist oder auch als Kapitalanlage nutzen kann? Ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Mir wurde hier dieses Haus empfohlen, beinhaltet alle drei Kriterien. Die Preise finde ich vollkommen okay für die Lage. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Dach des Hauses. Ich liege hier in einem Whirlpool und schaue auf ganz Santa Cruz. Ja, leider ohne Wasser. Das Haus liegt in einer Nebenstraße, also ruhig gelegen. In 4-5 Minuten seid ihr hier an der Hauptstraße. Da habt ihr Geschäfte, Restaurants. Es liegt hier in Ecopetrol, das ist also der Bezirk in Santa Cruz überhaupt. Ja, ich werde euch erstmal hier so ein bisschen die Annehmlichkeiten des Hauses zeigen und im Anschluss gehen wir dann durch die Zimmer. Vamonos! Fangen wir gleich mal erfrischend an. Zu jedem guten Haus gehört selbstverständlich ein Swimmingpool. Der befindet sich auf dem Dach des Hauses. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Und man hat einen fantastischen Blick auf Santa Cruz. Ein paar Stufen höher befinden sich die Whirlpools. Später noch einen Rundblick von dort oben über Santa Cruz. Auch oben auf dem Dach befinden sich zwei Gesellschaftsbereiche. Zum Treffen, Plauschen und wer möchte, auch etwas backen oder grillen. Und weiter gibt es einen Besprechungs- und Gesellschaftsraum, der auch für eine Fiesta genutzt werden kann, wenn es mal regnen sollte. Für die Sportlichen unter euch etwas zum Fit halten, es ist nicht viel, aber immerhin. Kommen wir zu den Apartments. Sie sind ca. 30 Quadratmeter groß, sie sind geschmackvoll und gemütlich eingerichtet, mit einem Raumteiler für den Schlafbereich und wichtig einen Sonnenrollo und was nicht fehlen darf, die Aircondition. Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirr, Töpfe, Wasserkocher, Kaffeemaschine, TV, alles ist vorhanden. Und zuletzt noch das gefließte Badezimmer mit einer Glasduschwand. Hier noch ein anderes Apartment, welches mit kleinen Nuancen anders eingerichtet ist, aber auch hier ist alles vorhanden. Es gibt selbstverständlich einen Security-Bereich. Der Zugang zum Haus erfolgt für die Bewohner über eine eigene PIN und einen Fahrstuhl gibt es selbstverständlich auch. Damit ihr sehen könnt, wie schön das von hier oben ist, noch ein kleiner Rundblick über Santa Cruz. Die Angaben über Mietpreise, Kaufpreise, Kapitalanlage findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Schreibt dorthin, eure Fragen werden dort beantwortet. Es hat mich wieder gefreut, einen Wunsch von euch zu erfüllen. Hasta luego!